Dr. Renger Wolkern, stellvertretender Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung beim Bundesverband der Betriebskrankenkassen in Essen hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Gregor Beuker wird uns etwas zu Führungskräfte verringern, begrenzen bzw. vermeiden psychische Belastung. Darüber wird er referieren und er wird auch in dem Zusammenhang über ein Projekt sprechen, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales initiiert wurde und einige Produkte hervorgebracht hat. Ja. Du hast das Wort. Ganz herzlichen Dank, Marianne. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, bei Ihnen, bei euch. Ich habe etwas in meinem Titel gewählt, das jetzt auch noch für Gesundheit, weil das normalerweise die erste Reaktion ist, wenn man Führungskräften jetzt kommt mit dem Thema Gesundheit. Haben Sie Mikrofon? Ist es nicht laut genug? Nein. Bin ich jetzt zu verstehen? Ja, so. Machst du noch was hören? Ich möchte die Zeit, die ich habe, nutzen einmal. Ich komme ja von den, Maria hat es gesagt, ich bin Einladung von den Betriebskrankenkassen, bin dort zuständig für die betriebliche Gesundheitsförderung und stehe hier auch heute stellvertretend für eine größere Gruppe von vielen Partnern, mit denen wir gemeinsam seit, glaube ich, jetzt fast 3 Jahren im Rahmen von INQUA in dem Feld der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz unterwegs sind. Immer mehr ein Projekt, das ist ein richtiges Programm, in dem sich eine Vielzahl von Aktivitäten entwickelt haben, an dem André Brusseljäger maßgeblich gearbeitet hat. Mit dem arbeiten wir ganz eng zusammen. Und das möchte ich Ihnen am Anfang kurz vorstellen. Sie haben die Materialien zum Teil auf Ihren Tischen auch schon gesehen und möchte das dann sozusagen ein bisschen unterfüttern durch ein paar, ja, mehr wird es nicht werden aufgrund der Zeit, Gedankensplitter, Diskussionsstränge, die wir im Hintergrund, als wir uns mit der Entwicklung der Materialien, die Sie vielleicht gesehen haben, gemacht haben, wie wir zu diesen Ergebnissen gekommen sind und auch was das für das Rahmenthema Ihrer Veranstaltung, eurer Veranstaltung Führung im Wandel bedeutet. Ich versuche das kurz zu machen und auch die Sachen, die die Gudrun Faller zum Teil schon angerissen hat, einfach wegzulassen, um mehr Zeit zu haben für das Wesentliche. Also muss ich mal gucken, wie ich weiterkomme. Kannst du nicht aufrechnen? Auf den? Aha, da sind sie. Also dieses, es ist ein richtiges Programm. Hier steht noch Psyga, also Psyga ist die Abkürzung für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Der Kern eigentlich der betrieblichen Gesundheitsförderung und auch, das haben wir auch heute schon mehrfach gehört, hochgradig verbunden mit der Qualität der Führung. Nicht nur des Führungsverhaltens einzelner Führungskräfte, also das auf der persönlichen Ebene, sondern vielmehr auf der Organisationsebene, was die Vorgaben für die Führung anbetrifft. Und in diesem Programm Psyga, hier heißt das noch Psyga Transfer, weil wir natürlich, wir selber Betriebskrankenkassen, das sind andere Krankenkassen, die AOK ist mit dabei, die Arbeitskassen sind mit dabei, das DGB Bildungswerk, Marianne Gieser ist ein Partner in diesem Konsortium, Berufsgenossenschaften sind dabei, staatliche Arbeitsschützer, es sind auch Organisationen aus dem öffentlichen Dienst dabei, Organisationen aus der Wohlfahrtspflege im Gesundheitssektor, die kommen alle aus dem, vielleicht kennt ihr das, dieses Netzwerk auch, zumindest vom Namen her, überwiegend aus einem deutschen Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung, das wir zusammen mit den Unfallversicherern und anderen Krankenkassen seit vielen Jahren, seit mehr als 10 Jahren tragen und organisieren. Da kommen unsere Partner her. Sind wir auch Eisengewerkschaften dabei? Nein. Könnten aber, ne? Also das Netzwerk ist offen für alle, auch da sind viele Anbieter dabei aus dem privaten Sektor, die ein Interesse an der betrieblichen Gesundheitsförderung haben. Ne? Das ist ganz offen. Es gibt eine Website, die ihr euch ansehen könnt und es gibt, das haben wir maßgeblich mit Agenturen, mit Leuten, die beschreiben können, zusammen gemacht, 2 zentrale
Produkte, die auch fertig sind. Das eine, das ist das sozusagen der Vorläufer der jetzigen Produktionsserie, das ist dieser Schuber hier, der bei euch auch auf dem Tisch liegt. Da sind im Wesentlichen Broschüren drin, eine, die sich an Beschäftigte richtet, eine, die sich an Führungskräfte richtet. Und da sind auch Broschüren drin, die mehr im Hintergrund sozusagen damit beschäftigen, was heißt eigentlich gute Praxis in der Förderung psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Und wenn wir psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, muss gucken, dass ich mich nicht verquatsche, wenn wir das sagen, dann verstehen wir darunter drei Sachen. Das, was landläufig jeder darunter versteht, die Prävention von psychischen Störungen oder Erkrankungen. Da steht für Sie die Gefährdungsanalyse im Vordergrund. Das ist ja auch der Kern der politischen Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern, gegenwärtig auch, hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern. Das ist das eine Feld. Das zweite Feld, was euch auch vertraut sein wird, ist die Unterstützung von Betroffenen, Beschäftigten, Stichwort Wiedereingliederung, stufenweise Wiedereingliederung und so weiter. Das dritte Feld, was sträflich aus unserer Sicht vernachlässigt wird, ist die Förderung positiver psychischer Gesundheit. Und das ist etwas anderes als nur die Vermeidung von psychischer Erkrankung. Aber ein nicht so einfach zu fassendes Feld. Und das ist sozusagen dieser Dreiklang, der auch hinter den Broschüren steckt und der jetzt auch hinter dem neuen, sozusagen dem neuen Opus steht, den wir hier nur in einer geringen Stückzahl erstmal angeliefert haben, der aber jetzt frei verfügbar ist und der im Vertiefungsblock dann auch verteilt werden wird, oder die geringe Stückzahl jedenfalls. Und zwar ist das ein, ich gehe mal weiter hier, ein Sammelordner, ja, Werkzeugkasten, Toolbox, die bekannten Begriffe, die es dafür gibt, der eine große Vielzahl von praktischen Tipps für Führungskräfte enthält, was sie tun können, um in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, in diesem Dreiklang psychische gute Praxis, psychischer Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz zu unterstützen, ihren eigenen Weg. Und, noch zu früh. Und wenn ihr da reinguckt, dann seht ihr eine ganze Reihe von Begriffen, die wir als Leitbegriffe verwendet haben. Motivation, demografischer Wandel, Work-Life-Balance, Chancengerechtigkeit, Arbeitsverdichtung, Burnout, Konfliktmanagement, Change-Management, emotionale Überforderung, Selbstmanagement. Schlagworte, von denen wir hoffen, dass sie die Sprache der Führungskräfte auch treffen. Das war auch das Anliegen dieser Sammlung, sie so aufzubauen, so zu schreiben, dass Führungskräfte damit auch was anfangen können. Wir hoffen, dass das funktioniert. Das geht jetzt weiter. Es gibt auch in dem Züger Konsortium gibt es zum Beispiel eine Kleingruppe, die sich jetzt damit beschäftigt, wie kann man diese Materialien kleinbetriebstauglich kriegen, für kleine Betriebe sinnvoll übersetzen, weil das hier ist in einer Sprache und in einer Form abgefasst, die natürlich eher größere mittelständische und große Betriebe erreicht, von der ganzen Philosophie her. Aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben. Und da wird der Harald Schmidt später noch was zu sagen. Wir haben jetzt auch vor, mit euch, für euch, eine Handlungshilfe für Betriebs- und Personalräte zu entwickeln, die auch auf dieses, genau auf das gleiche Thema, mit diesem Dreiklang in den Feldern Prävention, Unterstützung Betroffener, Förderung positiver psychischer Gesundheit eingeht. Dann wird ein Platz ziehen. Und es gibt auch noch andere Materialien. Es gibt ein Hörbuch schon hierzu. Es wird auch demnächst ein E-Learning-Tool für Führungskräfte, aber eine andere Form der Aufbereitung ähnlicher Inhalte, die auch in verschiedenen Formaten vertreten. Ja, das ist sozusagen Züger. Ich hoffe, dass das für euch, für Sie alle ein
Unterstützung sein kann. Und wir sind sehr gespannt auch auf die gemeinsame Entwicklung jetzt, was die Handlungshilfe speziell für sozusagen ihre Perspektive Betriebs- und Personalarbeit bringen wird. Vielleicht zur Info, die Broschüre gibt es schon online zum Runterladen. Gibt es auch, ja. Prima. Ich glaube, habe ich was vergessen, Herr Rostinger? Gut. Jetzt habe ich ihn jetzt mal wieder. Jetzt geht es weiter. Ich hatte mir eigentlich was zum Einsteigen für euch alle gedacht, aber wir haben nicht genügend Zeit. Trotzdem fände ich das, ich habe das mit Studenten vor kurzem auch mal gemacht, fand das sehr interessant, hinterher zu vergleichen. Wenn ihr euch euer eigenes Berufsleben mal Revue passieren lasst und an die, in der aktuelle Vorgesetzte Chefs zurückdenkt, unter denen ihr sehr gerne entweder gearbeitet habt oder jetzt noch arbeitet. Was hat die ausgezeichnet? Was hat den Chef oder die Chefin ausgezeichnet, was dazu geführt hat, dass ihr gerne unter deren Leitung entweder gearbeitet habt oder noch tut? Könnten wir jetzt zusammentragen, würde ich zu viel Zeit verwenden, aber es ist sehr wichtig, dass ihr euch das vielleicht ganz kurz im Kopf sozusagen mit der eigenen Seele achtsam mal erinnert, was sind eigentlich die Merkmale, die mir gut gefallen haben oder die mir gut gefallen heute, wenn ich an die verschiedenen Köpfe denke, die mir was zu sagen haben in dem, was ich tue. Das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt für die Arbeitsgruppe. Ja. Es gibt jemanden, den kennt ihr alle, den Bernd Stromberg, der WK2er, auch ein Sachverständiger, Sachzuniger in diesem Feld ist. Eine Serie, die vor allem am Anfang ja in den Staffeln das Leid sozusagen im Büroalltag sehr gut persifliert hat, wie ich finde. Ne? Wir haben viel geschmunzelt und gelacht darüber, obwohl natürlich die Dinge, die dort geschmunzelt und belacht wurden, alles andere als lustig sind in der Wirklichkeit, in unserer Wirklichkeit. Mein Vortrag wollte ich eigentlich so halten, aber ich hatte nicht alles, deswegen gehe ich nur auf die wichtigsten Sachen ein. Ich dachte, das kann was für eure Diskussion gerade über morgen auch bereichernd sein. Ich habe mir auch die Frage gestellt am Anfang, was wissen wir einfach eigentlich darüber, wie gut führen die Führungskräfte heute? Was müssen sie denn können in der Zukunft? Was heißt Führung, was sagt die Wissenschaft, da haben wir schon einiges zu gehört. Dann hätte ich gerne, wäre ich auch eingegangen auf ein, was ich sehr interessant finde, ein neues Zauberwort, so habe ich es genannt, Engagement, weil Betriebe alle engagierte Beschäftigte haben wollen. Und das hinter diesem, hört sich selbstverständlich an, sind ja alle engagiert, aber dahinter steckt eine ganze Menge, was auch Auswirkungen hätte, wenn man sich damit beschäftigt, für die Art und Weise, wie man Führungskräftetrainings organisiert, worauf man bei Vorgaben für die Auswahl und Entwicklung von Führungskräften achten muss in Zukunft. Und ich würde es natürlich gerne zusammenfassen, vielleicht schenken wir das auch, was Unternehmen denn jetzt praktisch tun können. Ihr wisst vielleicht, für die Krankenkassen, das ist ja unsere Verbindung zu dem Thema, in der betrieblichen Gesundheitsförderung haben wir ein eigenes Kapitel zum Thema Stress in unserer eigenen Bibel, das ist der Handlungsleitfaden für die Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Und da ist ein immer schon existierendes Unterkapitel drin, das Thema gesundheitsgerechte Führung. So nennt sich das. War eigentlich bis vor nicht so langer Zeit also kein Knaller, also ist nicht viel nachgefragt worden im Verhältnis zu vielen anderen Kursangeboten. Ist aber jetzt ein Knaller geworden. Vor allen Dingen durch die Burnout-Debatte in der Öffentlichkeit ist die Nachfrage in den Betrieben nach Qualifizierungsangeboten, die von gesetzlichen Krankenversicherungen mit kofinanziert werden, rasant gewachsen. Das ist unser Zugang dazu. So, bei dem Thema jetzt, wie gut führen denn jetzt Führungskräfte?
habe ich mich auch am Anfang etwas schwer getan, was findet man dazu. Ich habe dann aber gefunden, eine regelmäßig veröffentlichte Studie, die eine der großen amerikanischen Unternehmensberatungsfirmen durchführt, alle zwei Jahre, dann veröffentlicht. Die heißt DDI, der Letzte sagt jetzt gar nicht. Ich will das aber nur als ein Beispiel anführen. Bei all diesen Untersuchungen von Unternehmensberatungsfirmen muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, die machen die Welt schlecht, damit man hinterher auch beraten kann. Und sonst, also die schaffen sich natürlich durch zum Teil, das ist der Vorbehalt, den man haben muss, durch drastische schlechte Ergebnisse auch den eigenen Markt. Ne? Gallup ist so ein Beispiel, die jetzt regelmäßig so einen, habe ich auch noch vorher, einen Engagement-Index veröffentlichen, der ist fürchterlich schlecht in Deutschland. Und da kann man das auch noch nach Branchen auswerten. Unternehmen müssen viel Geld bezahlen, wenn sie die Informationen auch bezogen auf ihre eigene Branche nachlesen wollen, schwarz auf weiß. Ich bin durch diesen Bericht gegangen, fand den, war auch immer sehr skeptisch, fand den aber sehr differenziert und dachte, das ist ein gutes Ausgangsmaterial, sich mit der Frage, wo stehen wir eigentlich heute, zu beschäftigen. Und die haben, also alle zwei Jahre machen wir das, die befragen, ich habe die Zahlen hier aufgeschrieben, rund 13.000 Führungskräfte und 2.000 Personalmanager aus den Personalabteilungen, die für Personalauswahl, Führungskräfteauswahl, Führungskräfteentwicklung zuständig sind, alle zwei Jahre weltweit, über alle Branchen. Und da kommt raus, eben vielleicht nicht so negativ, wie wir es vorhin gesehen haben, aber immerhin doch mehr als ein Drittel der befragten Führungskräfte halten von der Führungsqualität im eigenen Unternehmen nicht sehr viel. Und auch die Personalmanager selber, also die kleinere Gruppe, die gefragt wurde, ist sich zur überwiegenden Mehrzahl sicher, dass das, was sie da an Führungsqualität ausgesucht und qualifiziert haben, nicht für die Zukunft taugen wird. Das heißt, der Wettbewerb für mich Bestand haben wird. Und halten auch mit einem erheblichen Prozentsatz hier die eigenen Maßnahmen nicht für wirksam, die eigenen Maßnahmen im Unternehmen. Und wenn die gefragt werden, woran liegt das denn, dass die Situation relativ unbefriedigend ist, also an den Zahlen muss man sich jetzt nicht orientieren, dann kommen zwei klassische Antworten aus der Gruppe, also von den Führungskräften und von den Personalmanagern selber. Einmal offensichtlich die persönlichen Grundlagen vieler Führungskräfte reichen nicht aus. Also haben sie die falschen ausgewählt. Und die zweite Antwort, die Kultur, die Art der Kultur, wie wir unseren Laden hier führen, die ist so auf Kontrolle und Fehlervermeidung ausgerichtet, dass sich hier sowieso keiner traut, Fehler zu machen und deswegen auch wenig Beteiligung in dem Unternehmen praktiziert wird, was Innovation nicht fördert. Das Interessante war, die haben dann auch Beschäftigte dagegen gefragt, nicht so ganz so viele, 1300 Beschäftigte weltweit. Natürlich kommt da kommt ein differenzierteres Bild, wenn man da in die Studie gehen würde. Das fand ich also wirklich außerordentlich spannend. Das kann ich hier nicht so wiedergeben. Auch da waren natürlich die Zahlen negativ. Da sehen wir 34%, ein Drittel sagt, der eigene Chef ist manchmal oder niemals effektiv, also wenig Respekt, ne, vor der Führungskompetenz des eigenen Vorgesetzten. Sehr viele seien nicht motiviert, ihr Bestes tatsächlich zu geben, Stichwort Engagement. Relativ viele fühlen sich in ihrem Selbstwertgefühl durch die Art und Weise der Kommunikation vom eigenen Vorgesetzten angegriffen. Er ginge nicht auf Anliegen der Mitarbeiter ein, habe Lieblingsmitarbeiter, wolle Probleme selber lösen, anstatt sie bei Beschäftigten oder bei Mitarbeitern zu unterstützen und gebe kein ausreichendes Feedback. Diese Diagnose, da kann man sich jetzt über die Zahlen kann man nicht streiten, kommt aus der Beschäftigten-Sicht zu dem Ergebnis, dass im Grunde genommen die, man könnte das so was nennen, wie die kommunikativen Basisfertigkeiten
von vielen Führungskräften nicht ausreichend vorhanden sind. Und ich muss schon auf die Welt, ich kann mich hier schon lange vertiefen. Und wenn man nur mal eine Basisfertigkeit nimmt, dann merkt man auch, wie schwierig das im Alltag ist. Ich sehe mich da selber ja als durchschnittliche eigene mittlere Führungskraft in diesen Bildern, in diesen Bewertungen. Zuhören können ist eine solche Basisfertigkeit, über die viele nicht verfügen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Und wenn man, ich hatte mir die Gelegenheit, weil ich selber Psychologe bin, zu erfahren, wie schwer das ist, so etwas zu üben. Und was ich alles in diesen Trainings offensichtlich gar nicht gehört hatte. Also es sagt sich so leicht, der Vorgesetzte kann nicht zuhören oder hört nicht zu. Die Fähigkeit, die dahinter steht, hört sich so einfach an, ist sehr, sehr komplex und anspruchsvoll. Wir haben das ja bei dem Achtsamkeitsthema auch gesehen. Achtsam zu sein für das, was diese kleine Traube mit uns machen kann, ist sehr komplex, nicht? Bei den Eindrücken, die wir gesammelt haben. Und so ähnlich ist das mit den Basisfertigkeiten auch. Ne? Deswegen muss man vorsichtig sein in der sozusagen in dem Ausmaß der Negativbeurteilung der Qualität unserer Führungsgruppe sozusagen. Aber ja, ich gucke schon auf die Uhr. Ich gehe jetzt mal zu einem, ich springe jetzt einfach, weil ich das alles nicht unterbringen könnte in der Zeit. Ich will einen ganz wichtigen Punkt. Wenn man sich jetzt fragt, was sollen Führungskräfte denn können in der Zukunft? Es gibt eine Unzahl von Führungsratgebern. Ich habe hier nur mal einen rausgegriffen. Der Stephen Covey ist so ein Management-Guru, amerikanischer, wie es viele gibt. Und man könnte jetzt neben seinen Fibel, also x andere nehmen, die alle wenn sie aus Amerika kommen, ein bestimmtes Werte- und Menschenbild, das seht ihr hier an den Plakativen, in diesen sieben, das sind diese sieben Habits, die hier stehen, über die jeder wirksame Beschäftigte, aber auch Führungskraft verfügen muss. Und wenn man sich jetzt seriös, das andere ist, ich will das nicht als unseriös abqualifizieren, aber das hat einen anderen Kontext, wenn man sich jetzt über die Führungskompetenzen grundsätzlich für die Zukunft Gedanken macht, dann zitiere ich hier wieder diesen amerikanischen Bericht, dann ist man bei diesen fünf Feldern der Weg, und die sind hier nach Wichtigkeit geordnet, Veränderungen initiieren, gestalten, potenzielle Talente identifizieren und entwickeln, Kreativität und Innovation stärken, Mitarbeiter coachen, entwickeln, Geschäftsstrategien umsetzen. Fünf, Geschäftsstrategien umsetzen. Da würde ich mich so als mittlere Führungskraft wiederfinden. Bei den anderen denke ich, bin auch in einer Organisation, die gerade restrukturiert wird, da habe ich auch nichts mit zu tun. Das ist noch nicht mein Job. Aber das sagen sozusagen die Propheten der Führungskräfteentwicklung für die Zukunft voraus. Das sind die fünf Felder. Und jetzt komme ich zu meinem letzten. Und jetzt weiter. So. Weil wir das Thema Wandel diskutiert, die wichtigste Entwicklung, mit der ich mich selber auch viel beschäftigt habe, ist das, was einige, vor allen Dingen Industrie- und Arbeitssoziologen in Deutschland beobachten, in verschiedenen Analysen auch zu Papier gebracht haben. Und die setzen sich damit auseinander, deswegen steht hier der Obertitel auch da, Arbeitskraftunternehmer, das ist sozusagen ein neues Zauberwort, sollen wir denn jetzt alle Unternehmer werden? Dahinter steckt ein Wandel, der produktivitätsgesteuert letztendlich dazu führt, dass immer mehr Beschäftigte an ihren Arbeitsplätzen selber
organisatorisch verantwortlich sind für zumindest Teile der Umsetzung der Arbeitsaufgaben. Also Selbstorganisation, Selbstverantwortung, ein anderes Stichwort dafür ist die Ergänzung der direkten Kontrolle durch die indirekte Kontrolle in den Unternehmen. Dieser Punkt ist äußerst wichtig, glaube ich, weil er, wenn man das ernst nimmt, wenn man das sich mal intensiver zu Gemüte führt, dann hat das Konsequenzen auch für die Art und Weise, wie wir Führung in der Zukunft verstehen, weil Führung dann nicht mehr begrenzt ist auf die Leute, die Führungsverantwortung formell haben in einem Betrieb, sondern ausgeweitet wird auf alle, prinzipiell auf alle. Natürlich gibt es da große Unterschiede, aber das sozusagen Denken im A und B, schwarz und weiß, Führung der Geführte, stimmt da nicht mehr. Das stimmt da nicht mehr. Und das hätte auch ziemliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir heute in der Führungskräfteentwicklung auch zu dem Thema Gesundheit aufgestellt sind. Weil wir immer noch aus dem alten Modell, das eine, was uns die Industriesoziologen sagen, das ist ein Modell, was im, nicht im Untergang, aber in einem sehr, sehr starken Wandel begriffen ist. Und ihr trefft die Realität mit euren Konzepten heute nicht mehr. Wenn ihr quasi nur für Führungskräfte spezielle Angebote macht, gesundheitsgerechte Führung, und dann hofft, dass sich das dann in der gesamten Organisation auswirkt. Letzter Punkt dazu. Diese Entwicklung, also der Wandel von der direkten Führung zur indirekten Führung, den kann man unterschiedlich bewerten. Es gibt auch heute sehr kritische Bewertungen, die das als großes Übel und großes Risiko gerade für die Gesundheit der Beschäftigten ansehen. Gibt es auch eine richtig empirische Grundlage zu. Einerseits wird der Handlungsspielraum zwar formell erweitert, gleichzeitig wird die Arbeitsaufgabe verdichtet und die Anforderungen werden komplexer. Das ist der Spagat sozusagen. Ich habe auf der einen Seite muss ich selber mehr regeln und entscheiden, darf das auch, muss es aber auch. Gleichzeitig sind aber die Anforderungen höher. Das heißt, die Position sagt, das ist Teufel, ich übertrage ein bisschen, das ist Teufelswerk. Da müssen wir auch aus einer gewerkschaftlichen Sicht einsteigen und Gestaltungsrechte geltend machen. Die andere Seite, gibt es durchaus auch marxistisch untermauerte Positionen, die sagen, es ist richtig natürlich auf Missstände hier gerade unter gesundheitlicher Perspektive aufmerksam zu machen, aber was da sich vollzieht, ist nichts anderes als das, was es immer gegeben hat, eine Weiterentwicklung der Produktivkräfte, getrieben durch die Produktivität, letztendlich der Garant für eine bessere Zukunft, für Fortschritt. Das ist die andere Position. Ne? Zwischen diesen beiden Positionen bewegt sich das. Und also nach meinem Dafürhalten ist dieser Punkt, der allerwichtigste Punkt, auch noch unklar, weil man auch noch nicht weiß, die Soziologen sagen, und man kann die Empirie davon noch nicht greifen, wie viele betrifft das jetzt, wie viele Beschäftigte betrifft das denn jetzt hier. Zielvereinbarung, wenn wir jetzt noch mehr Zeit dafür hätten, wäre das zentrale Thema eigentlich. Ne? Der Umgang mit Zielvereinbarungsinstrumenten ist ja in vielen Betrieben mittlerweile einer der größten Stressfaktoren. Und zwar der Punkt, dass die Leistungsbeurteilungssysteme, auf die wir ja auch Einfluss haben über die Mitbestimmung, die Leistungsbeurteilungssysteme systematisch, nicht in allen Betrieben, zu einer, was wir heute Gratifikationskrise. Die Leute haben sich angestrengt, richtig reingehauen. Ja, und dann kriegt der Lieblingsmitarbeiter vom Chef, kriegt eine super Bewertung und ich selber werde in meinem Bonus da auf 40% gesetzt. Ja. Das ist die Zielvereinbarung ist die am weitesten entwickelte, heute moderne Form der indirekten Steuerung. Das ist es praktisch, ne? Was das bedeutet. So, damit höre ich auf.
Ich könnte noch viel mehr reden, aber das sind so ein paar Gedankenspieler, die hinter in unserer Diskussion steckten, als wir die verschiedenen Ziele entwickelt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es ist ein weites Spektrum und ich denke, wir könnten hier Tage sitzen, könnten auch Tage wirklich.